Ist auch irgendwie ein Schilder. Nö, hier war aber noch ein Schild gewesen. This lovely mast found on the eastern shores near a ship's wreck and is stamped to be 100 years old. Donated by Bram Gervasius. This unusual addition to the museum was donated in a most peculiar way. It was found lying on the doorstep one morning. It appears to be rather old. Ja, einfach vor die Haustüre legen. So kann man auch Sachen spenden. Purchased by a traveler across the seas, then relocated here. This map is purported to have been owned by none other than King Baphred himself. In old age, King Baphred was rumored to have paraded around the upstairs of his castle, wearing old only his mask. Und der Rest war nackt. Das ist ja ein wunderbarer Anblick für die Bediensteten. Ah. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das war der Raum der Hammeriten. Wo? Dann komme ich da hin. Hier. Hier wollen wir sein. Mein Feuer! Was soll das überhaupt für ein Raum sein? L. Es gibt kein L. Oder steht L für Lounge? Sieht nicht so aus, als wäre es im Kamin. Du kannst natürlich einen Wasserfall benutzen und gucken. Mit dem Typen liegt auch nichts. Die Statue hat sich fast übersehen. Checken sie Sachen, wie kann sie nur? Wie kann sie es nur wagen? Dieses kleine Hühnchen. Ja, acht. Die Vasenausstellung, der Informationsraum hier mit dem Loot. Wir wahrscheinlich irgendeinen Schalter finden müssen. Oder im Keller ist irgendein geheimer Schalter. Kann natürlich auch sein. In Minmu, wie komme ich zu der 8? Das ist die 8. Aber der Raum sieht gar nicht so aus wie auf der Karte. Das ist der Vasendisplay-Raum. Dann haben wir den auch abgeschlossen. Haben wir den auch abgeschlossen? Halt nur noch den Informationsraum. Nur das ist mir gerade irgendwie ein bisschen
Verdächtig. Die würden doch nicht sowas hinschmeißen, wenn man das nicht aufmachen könnte. Offensichtlich kann ich damit nicht interagieren. Was mache ich hier wegen? Wenn ich zur 6 laufe, falls ich mich daran erinnern, wo sie war. Die 6, die Nummer 6. Das ist ja total falsch, Chicken. Was die 8? Ja, Jim verläuft sich. Jim hat keine Ahnung, wo es lang geht. Ist der Ping-Raum? Na gut, da kann man auch gar nicht hoch. Zerstör. Nö. Okay, dann existiert dieser Raum nicht. Er existiert nicht. Er darf nicht existieren. Bist du denn? Ach so, du bist vom Wandteppich ein Stück Fetzen. Jetzt ist es weg. Chicken bildet sich Dinge ein. Also existiert der Raum quasi gar nicht. Yay. Er existiert nicht. Er existiert nicht. Niemals. Sowas von gar nicht. Kann ich eigentlich mit irgendwelchen Bücherregalen hier interagieren? Habe ich gar nicht kontrolliert, aber. Ja, vielleicht musst du irgendein Buch ziehen und dann geht ein geheimes Türchen auf. Aber das sind nur aufgemalte Texturen bisher. Aufgemalte Texturen? Was sind denn nicht aufgemalte Texturen? Naja. Das ist nicht aufgemalt. Geht's in den Keller, ne? Ja. Da war der Keller. Der Keller. Die Frage ist, wie kommen wir daran? Das ist dann wahrscheinlich das Buch, das ich stehlen muss. Wahrscheinlich muss ich dann wirklich im Keller irgendwas an einem geheimen Schalter oder so drücken, um das zu öffnen. Keller, der Keller, der Keller.
Ich meine, den Tisch hochklettern kannst du. Ich will jetzt eigentlich den Baum hochklettern. Warum auch immer. Bist du? Ein bisschen bewusstloser. Warum? Warum liegt dein Bewusstloser drin? Flashbomb. Noch ein Efeu-Pfeil. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Also, dass da unten richtig die Action abgehen wird. Mit Kameras. Mit verbotenen Dingen. Aber für die nächste Aufnahmesession. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen aufnehmen, um diese Session zu beenden. Sein Typ macht, keine Ahnung, 13, 14 Minuten Folgen hier raus. Das wäre eigentlich super passend, wenn wir dann in der nächsten Aufnahmesession in den Keller gehen. Erst. Rubble? Wofür? Ist das das Geräusch des Ofens oder? Ne, Kameras haben sich anders angehört. Ist wahrscheinlich von diesem Ofen da. Liegt da nur Feuerholz drin, oder? Ja, machen wir mal den Ofen aus. Aufmachen? Wahrscheinlich ist nicht zu können. Ah, muss dafür die Scheibe einschlagen, Chicken. Das? Nö. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Dann haben wir halt hier ein bisschen mehr Schatten. Eine Karte vom Keller? Nö. Viel Spaß, dich hier zurechtzufinden. Schon etwas laut, dieses Teil. Hier ist schon wieder so ein. Oh, sieht doch so offensichtlich aus, als könnte man das irgendwie öffnen. Das ist doch bestimmt nicht nur zu ziert da. Könnt ihr mir nicht sagen. Aber ich würde sagen, wir sind in der nächsten Aufnahme schon wieder meine kleine freie Nacht. Und dann werden wir gucken, was sich da vorne hinter dieser Türe befindet. Und ob wir wirklich 50 Millionen Kameras von den Mechanisten sind, wie wir schon in einem Brief von einem Mitglied des Hammerinenordens gelesen haben, dass hier ketzerische Mechanistengerätschaften benutzt werden.
bis dahin, ciao.